Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf nochmal die Gäste hier begrüßen und vorstellen. Zu meiner Linken Theresa Preauer, Schriftstellerin und bildende Künstlerin und hat drei aufsehenerregende Romane geschrieben für den Herrscher aus Übersee, Johnny und Jean und Rochine, die alle unglaublich viele Preise bekommen haben. Ich war heute ganz erstaunt. Zu meiner Rechten Patrick Patus, Filmemacher im Genre feministischer Porno und Autor des Buches Feminismus Fickt. Heike Eibedauer ist, wie ja bereits erwähnt, Kuratorin der Ausstellung, aber leider krank. Ja, wir sind alle drei keine Spezialisten, was die Ausstellung anlangt. Trotzdem möchte ich mit einem Zitat von Georgia O'Keeffe beginnen. Sie sagte: "The man liked to put me down as the best woman painter. I think I am one of the best painters." Und über diesen Unterschied würde ich mich gerne mal als erstes mit Ihnen unterhalten. Frau Preller. Ja, den Satz habe ich heute auch gelesen, guten Abend auch von meiner Seite, und zwar im Katalog über Georgia O'Keeffe, der auch erschienen ist im Zuge dieser Ausstellung, im Rahmen dieser Ausstellung. Und ja, ich bin einerseits, also ich konnte dem sehr zustimmen, ich musste auch schmunzeln, bin froh, dass dieser Satz uns Autorinnen gegenwärtig eher, das würde ich eher selten hören, aber doch mitunter auch, also in diesen wenigen Momenten, wo man quasi dezidiert als weibliche Autorin beschrieben wird oder weiblich jung und vielleicht wird das Aussehen noch mit besprochen. Das sind befremdliche Momente, die durchaus existieren. Ich denke da manchmal drüber nach, diese Begrifflichkeit oder diese Differenzierungen waren in einer Zeit, als die weiblichen Künstlerinnen noch nicht so sichtbar waren, sicher hilfreich, auch die Zuschreibungen, was Autorinnen anbelangt, dass es Literatur dezidiert von Autorinnen gibt, die da auch ihren Platz bekommt und ihren Raum und auch im Bücherregal und in den Buchhandlungen so angepriesen wird. Ich glaube, das hat einmal eine Funktion erfüllt. Und das ist jetzt, ja, hat schon Georgia O'Keeffe vor 100 Jahren gestört. Sie hat ihre erste Ausstellung vor genau 100 Jahren gehabt und ist absurd, sich heute vielleicht noch da in dieser, weil es doch zu einer Nische geworden ist, sich innerhalb dieses Rahmens definieren zu müssen. Also ich würde auch sagen, ich bin eine deutschsprachige Autorin und mich weniger auf diese Regionalismen einschränken lassen und auf die geschlechtlichen Zuschreibungen. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, weil es den Raum beschränkt und nicht erweitert. Bevor ich Patrick Hartus folge, würde ich nur noch eine kleine Nachfrage sagen, das hatte eine Funktion. Welche? Ich denke, dass es schon um Sichtbar- und Bewusstmachung ging und um vielleicht Solidarität unter Frauen. Ich kann das ja auch nur retrospektiv so beobachten und bekomme das erzählt, dass überhaupt der Fokus gelenkt wird, so wie bei der Buchmesse in Frankfurt jedes Jahr der Fokus auf ein Land gelenkt wird. Heuer ist es Litauen, dann richtet man mal überhaupt seinen Blick darauf. Aber dann ist die Gefahr, dass das eben so in einer Nische verharrt und sich nicht weiter bewegt. Sie bezeichnen sich ja als Feminist, als Feministin. Wie sehen Sie diesen Satz? Und vor allem, wie sehen Sie diesen Unterschied zwischen einer weiblichen Malerin und einer Frau, die malt? Ich habe auch über diese Frage sehr viel nachgedacht, welche Funktion es vielleicht hatte oder welche, ich weiß nicht, ob Notwendigkeit oder zumindest, ob es irgendetwas, nennen wir es mal, Gutes und Schlechtes gibt. Und habe mich gefragt, da im Katalog irgendwo stand, dass diese Mythen als die weibliche Malung oder diese Werke als aus ihrer Weiblichkeit heraus entstanden. Die kamen ja von Anfang an durch ihren Förderer, durch ihre erste Einzelausstellung, wurde das von Anfang an so kommuniziert und das haftete ihr sehr lang an, was sie sehr gestört hat. Andererseits habe ich mich gefragt, damals waren Frauen in diesem Bereich wohl noch viel exotischer. War es vielleicht notwendig, nicht einfach nur so zu sagen, hier ist ein weiterer Mensch, der Kunst ausstellt, sondern um sie zu popularisieren, dieses Alleinstellungsmerkmal sehr stark hervorzuheben. Da verschwindet wohl die Person und die Künstlerin ein wenig hinter diesem Klischee, aber vielleicht hat es eben genau
es geht jetzt nicht so sehr darum, dass die Pornografie weiblich wäre oder eine genuin weibliche Perspektive hätte oder als Pornografie für Frauen wäre. Eigentlich ist es eine andere Art, Pornografie zu machen, die für alle da wäre am besten, aber es ist ein Marketinginstrument, mit Labels zu arbeiten, damit in Zeitschriften zu kommen, in Magazine zu kommen. Vielleicht ist das ein Schritt von einer Unterrepräsentiertheit und einer Nicht-Repräsentiertheit, also nicht vorzukommen, auf diesem Markt, im Kunstmarkt oder auch anderen, zu einer falschen Repräsentation zu kommen und sich von dort vielleicht weiterzuarbeiten. Vielleicht ist es ein geringeres Übel auf der Wegstrecke, dachte ich mir. Aber Sie haben vorher gesagt, es ist eine Art Selbstzuschreibung der Frauen gewesen, die sich in diese Nische begeben haben. Bevor wir jetzt zum Marketing kommen, in einer früheren Zeit war das ja vielleicht auch mal eine Ermächtigungsstrategie. Ja, beides. Also bei George O'Keefe wird es ja immer wieder auch so beschrieben, Stieglitz habe sie ihn überhaupt populär gemacht oder habe sie gefördert und in seiner Galerie erstmals ausgestellt. Das ist ja auch etwas, wofür wir ihm heute dankbar sein können und uns daran erfreuen. Aber gleichzeitig diese Zuschreibungen kamen ja stark auch über ihn und über männliche Kritiker oder später dann Clement Greenberg, so Zitate, gegen die sie sich auch selbst wehrt. Sie sagt einmal, ja, ich wurde so beschrieben, ich ernähre mich so von Wolken und Luft, aber eigentlich esse ich ganz gern ein gutes Rindersteak und am liebsten blutig. Also ich denke, dass diese Zuschreibung, die weiblichen Künstlerinnen sozusagen verniedlichen und klein machen und sagen, dass der weibliche Blick ist immer ein emotionaler, einer, der vom Gefühl herkommt, oder wie ich auch gelesen habe, aus der Gebärmutter herkommt. Das sind Zuschreibungen von außen, die nicht hilfreich sind, aber ich glaube, dass danach schon eine weibliche Selbstermächtigung gegeben hat, vielleicht in den 70er Jahren. Andererseits haben auch Texte, die aus den 20er Jahren in Wien waren ja auch wahnsinnig viele Frauen, die Salons gehalten haben, die sich für pro-europäische Ideen engagiert haben und so weiter. Die waren ja sehr maßgeblich, aber es war einer bestimmten Schicht oder Elite denen, wie sagt man, vorbehalten, genau. Ich habe tatsächlich einen Respekt vor der Muttergeneration, die vieles durchgesetzt hat, auch unter diesem Label Frauen sind anders. Ich glaube aber, dass es uns jetzt nicht mehr hilft und dass es auch selten mehr angewendet wird, diese Differenzierung. Ich meine, Ruth Krüger, Frauen schreiben anders oder Frauen lesen anders, Hélène Cixous, Écriture Féminine, es gibt schon immer wieder noch Frauen, die mit diesem Label arbeiten auch. Ja, aber es ist vielleicht, hat sich das generationenmäßig abgelöst. Andererseits muss ich sagen, ja, es sind jetzt wirklich die 70-jährigen Frauen, die sich darüber noch definiert haben. Der Diskurs hat sich ja sehr verändert, auch der feministische. Ich habe auch von Ihnen jetzt hier jüngst eine Kolumne gelesen in der Wiener Zeitung darüber, die Formen verändern sich. Und sehen Sie das auch so, dass es einmal eine Selbstermächtigung war, braucht es die heute noch? Eine Selbstermächtigung, das Label als Frau ja. Oder eine weibliche Künstlerin, ja. Ich halte das immer noch also anders, vielleicht nicht so mystifizierend zu sagen, aus etwas genuin weiblichen, aus der Gebärmutter aus, was weiß ich, was aus einer weiblichen. Es gibt auch keine mittlerweile, ich meine, Intersektionalität als Stichwort. Also man ist auch sehr weit abgegangen im feministischen Diskurs von so einem Universalitätsgedanken, überhaupt für Frauen sprechen zu können, weil es so viele verschiedene Frauen gibt. Aber grundsätzlich finde ich politisch betrachtet, strukturell betrachtet, mit der, nennen wir es mal, Markierung Frau zu arbeiten, ist wichtig. Wenn wir aufhören, uns darüber Gedanken zu machen, glaube ich, werden jetzt nicht mehr Frauen ausgestellt werden. Also man braucht diese Markierung auch, um die Unterrepräsentiertheit aufzeigen zu können. Also das, glaube ich, wird uns nicht so schnell verlassen, dass wir sagen können, machen wir den utopischen Raum auf, das nicht mehr zu thematisieren, wie viele kunstschaffende Frauen sind und welche nicht, weil sind die alles nur kunstschaffende und passt. Aber ich möchte gerne etwas aufgreifen, was Sie vorher gerade gesagt haben, weil wir uns ja noch gar nicht darüber unterhalten haben, was diese Markierung oder dieses Label eigentlich bedeutet. Nicht? Wir haben ja
auch gesehen, dass gerade in der Rezeption bei O'Keefe hat es ja da eine Veränderung gegeben. Also zuerst wurde ja diese Weiblichkeit sehr sexualisiert und sehr auf den Körper bezogen. Das ist ja, glaube ich, also da wird die Ermächtigung ja sehr problematisch, weil man sagt, die Frauen sind die, die mit ihrem Körper denken, also nur wenn sie nicht denken. Also da produziert man ja eigentlich auf einem höheren Niveau noch einmal die alte Geschlechterzuschreibung. Das heißt, wie kann man eigentlich, wenn es eine Markierung sein soll, wie kann man mit der weiter umgehen? Ja, ganz schwierig. Ich habe eine ungefähre Idee davon. Ich glaube, dass diese politischen Kämpfe im Moment auch über paradoxes Handeln ausgefochten werden können oder über Humor oder über die Zuhilfenahme von Pop-Ästhetik. Also etwas, das mit diesen sehr ernsten Themen unernst, also ambivalent umgeht und den Denkraum erweitert oder den Spielraum, den Handlungsraum. Mir fallen im Moment stärker Pop-Künstlerinnen ein, die sich, finde ich, geschlechtlich ambivalent definieren. M.I.A. ist so eine Sängerin, die ich total liebe. Wir können da viele aufzählen oder auch was im Theater aktuell passiert. Ich denke, dass es da so einen spielerischen Umgang gibt mit geschlechtlichen Zuschreibungen, der vielleicht nicht verkrampft, politisch, dogmatisch immer das moralisch Richtige macht, sondern die Geschlechterzuschreibungen in Bewegung bringt, ins Tanzen bringt. Ist das ein Kampf mit künstlerischen Mitteln für? Ja, jetzt weißt du, weil unser Thema ist Frauen in der Kunst, aber die politischen Mittel sind ähnliche und dann auch wieder andere. Also die Politik nimmt sich ja aus der Kunst auch viel und umgekehrt. So guerillahaftes Auftreten von Künstlerinnen im politischen Raum. Wir könnten auch darüber reden, was machen Femen, haben die etwas sich genommen, was eigentlich künstlerische Strategien waren und arbeiten jetzt damit zum Beispiel. Also die Grenzen sind da nicht so leicht zu ziehen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Gleichzeitig muss man wahrscheinlich so ehrlich sein, zuzugeben, wie begrenzt die eigene Wirkungsmacht tatsächlich ist, also nur mit künstlerischen Mitteln oder selbst diskursiven Mitteln zu arbeiten, klopfen einem, glaube ich, schnell mal alle aus dem eigenen Dunstkreis auf die Schultern, aber wie viel man politisch damit tatsächlich bewegt, ist ja nochmal eine andere Frage. Also Femen finde ich aber ganz ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel. Ja, aber ich glaube... ziemlich radikal und ziemlich präsent, egal was man davon halten möchte, aber das ist schon... Man kann mit Provokationen, Diskussionen anstoßen, aber man braucht auch die Leute, die Gesetzestexte schreiben und Petitionen entwerfen und diese Sachen voranbringen. Abgesehen davon, ich meine, Clip war ja, das stand nämlich im Katalog, die sich sehr gewehrt hat gegen diese ständige Reduzierung darauf, eine Frau, eine weibliche Künstlerin zu sein und auch ihre Werke, aber gleichzeitig in diesem Women's Liberation Movement aktiv war, dass sie aber nicht so sehr durch ihr Werk austragen wollte. Ich würde jetzt einer Künstlerin, weil die Welt so ist, dass sie ständig auf ihr Geschlecht reduziert wird, nicht zumuten wollen zu sagen, sie muss jetzt dauernd genderspezifische Werke auch schaffen, um immer ein Statement dazu zu leisten. Vielleicht geht es auch wie weiß ich nicht, Wahlexport oder wie die Frauen im Wiener Aktionismus zum Beispiel. Vielleicht kann man auch ganz radikale strukturelle Fragen stellen. Also warum? Ich habe mir heute gedacht, warum eigentlich nicht eine Quotenregelung? So was eigentlich, wie viele Werke in der Ausstellung sind von Frauen? Wie viele Einzelausstellungen sind von Frauen? Warum kann man nicht sagen, dort wo Steuergelder reingepumpt werden, warum nicht? Aber dann muss man sagen, Frauen im Wiener Aktionismus und uns fällt ja alle nur bei den Exporten ein. Ja. Also es gibt so diese eine Frau in vielen Gruppierungen und Strömungen, Gott sei Dank gibt sie es und es müssen mehr werden und es werden auch ständig. Ich glaube schon, dass mit der Installierung von Direktionen, Direktorinnen in Ausstellungshäusern wie diesen, dass das auch einen Unterschied macht. Vielleicht gar nicht, dass die jetzt jeweils politisch, gendermäßig auf die Quote Rücksicht nimmt, aber dass Frauen in Führungspositionen sind, das sind auch Role Models und machen das zum Mainstream, dass Frauen entscheiden, wie Männer entscheiden. Das stimmt, aber das, was wir vorhatten, ist die Frau als Akteurin agiert nicht zwingend weiblich, weil es
gut ist. Das hat auch schon die Wirtschaftswissenschaften erreicht. In die Vorstände, in die Führungspositionen müssen Frauen rein, weil die bringen andere soziale Kompetenzen mit weniger Ellbogen, mehr Teamkompetenzen. Die Politik wird sich ändern, das Klima in Unternehmen wird sich ändern. Und es gibt eine Gegenseite, die sagt, es ist irgendwie Schwachsinn, weil die Frauen, die sich in diesem Feld durchsetzen müssen, sich an das Klima, an den Habitus, an die Unternehmenskultur, an die Kultur, wie man Entscheidungen will, anpassen. Werden nicht zwingend aufgrund dessen, was sie in der Hose haben, wenn sie zwingend so andere Entscheidungen treffen oder anders handeln, als die Männer im Feld machen. Zumindest gibt es keine Gewähr darauf, dass es nur dadurch passiert, ob dort jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ich kann vielleicht, Entschuldigung, ein kleines Beispiel aus der Kunst bringen, aus der Literatur. Ich war vor kurzem in der Jury für diesen FM4 Literaturwettbewerb und da werden ja alle Einreichungen ohne Namen versehen an uns gerichtet und wir diskutieren dann den ganzen Nachmittag darüber und ich vertrete die Überzeugung, dass Frauen und Männer, dass das geschlechtsunspezifisch ist, das Schreiben. Trotzdem war ich mir irgendwie sicher, ich könnte Alter und Geschlecht und so weiter erraten über die Texte und so ist allen im Raum gegangen, wir haben da eben so Tipps abgegeben und wir sind so oft daneben gelegen, es war ein interessantes Selbstexperiment. Andererseits, ich könnte mir jetzt selbst widersprechen, wenn ich sage, Frauen. Ja, Diskussionsstrategie. Dass Frauen nicht anders agieren würden. In der Pornografie ist es nämlich genauso, dass dort jahrzehntelange, also in der filmischen Pornografie zumindest, Dominanz, quasi Alleinherrschaft von Männern nicht so stark zu einer Diversifizierung geführt hat, wie das, was seit zumindest 15 Jahren massiv Frauen in dem Bereich strömen und die größten Änderungen gemacht haben. Also Männer waren es nicht und sind es nach wie vor. Jetzt gibt es ein paar vereinzelte Beispiele, aber es sind immer noch größtenteils Frauen, die in den Kontexten feministischer Porn, Arthouse-Porn, Queer-Porn und so weiter neue Wege gehen, auch weil sie es mussten, also weil sie in den bestehenden Strukturen keine Chance hatten, weil sie einfach davon ausgeschlossen waren. Die mussten neue Arbeitswege finden, mussten sich die Infrastruktur selbst aufbauen und so weiter. Also vielleicht doch nicht so ein Zufall. Also das würde heißen, es gibt doch ein spezifisch weibliches Handeln. Ich hätte es jetzt nicht als spezifisch weiblich betrachtet. Ich glaube, man kann es ganz vielleicht strukturell beantworten. Also wenn du nicht zwingend, weil man eine Frau ist, wenn man nicht in Strukturen reinkommt, ist man nicht so sehr verleitet, den Routinen dieser Strukturen zu folgen. Wenn man neue Strukturen aufbauen muss, ist man vielleicht offener für Innovation als jene, die seit Jahrzehnten in demselben Süppchen kochen und damit mehr oder minder sind. Aber da möchte ich nochmal diesen Begriff des paradoxen Handelns aufgreifen, den wir vorhin vorgebracht haben. Da ist es ja schon so, dass der paradoxen Handeln, wenn ich sie richtig verstanden habe, und da sind ja auch gerade die Beispiele wie Femen oder Mali Export, wobei bei der weiß man nicht, wie paradox das ist, aber da sind ja doch, das ist ja doch immer auch ein spielerischer Umgang mit den Rollen zu schreiben. Ich nehme an, das versteht man unter. Das heißt, das ist so eine Art, wie wir das ja auch kennen aus Kanak-Attack oder so, dass man sozusagen mit der äußeren Stigmatisierung, dass man die quasi übernimmt und einfach in ihr Gegenteil verkehrt, indem man sich selber das Stigma aneignet. Ist das das, was Sie mit paradoxem Handeln gemeint haben? Ja, oder manchmal mit absurden Gegenfragen so reagieren. Also es passiert mir wirklich selten, dass ich als Frau dezidiert angesprochen werde, also explizit Sie als Frau, was sagen Sie dazu? Wenn das aber passiert, finde ich es zum Beispiel interessant zu versuchen zu antworten, ich bin keine Frau. Oder im Grunde, ich finde das ganz viel, was so im Transgender-Bereich passiert, ja, das klingt jetzt absurd, was so im Transgender-Bereich passiert, dass da die Rollen gewechselt werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle Kleidertausch machen müssen, aber dass diese Zuschreibung, dieser Dualismus ein wenig mehr aufgebrochen wird, dass ich vielleicht auch gewisse Zuschreibungen vielleicht nicht erbost, angewidert oder traurig, verletzt abwehren muss, sondern im Gespräch einem Gesprächspartner oder einem Interviewpartner, einer Interviewpartnerin eins draufsetze und damit die Diskussion ins Roll kommt oder so eine Verdatterung und Verdutztheit auf einmal im Raum steht, eine Überraschung, die eigentlich zeigt, wie lächerlich dieses System auch ist. Die eine Tür, die gehen auf die Männertoiletten und die andere.
Frauentoiletten, so kommt mir die Gesellschaft manchmal vor. Das ist eine kleine Anekdote dazu. Ich erinnere mich, ich habe vor vielen Jahren an der FU Berlin studiert und da gab es damals zwei progressive Kaffeehäuser, also das Schwulencafé und das Frauencafé. Und im Schwulencafé war es immer lustig. Da kam die Queen und dann haben sie sich so kleine Schottenröckchen angezogen und die hatten immer so einen unglaublich ironischen Umgang mit den Zuschreibungen und den Zeichen. Und ins Frauencafé wollte man nie gehen, das war immer so, ja, aber das war schrecklich, weil die hatten so schwere Zeichen, mit denen sie hantieren mussten. Und die waren sozusagen von außen, also deswegen gefällt mir das so, dass man sagt, okay, es gibt jetzt heute einen Feminismus, der sich von diesen schweren Zuschreibungen, von diesen fixen Zeichen einfach löst und einen spielerischen Umgang damit findet. Das ist vielleicht ja wahrscheinlich die größte Befreiung, die eine Frau haben kann. Dass sie, weil sozusagen Ironie und spielerischer Umgang ist sozusagen das Unweiblichste, was es offenbar gibt. Also das gefällt mir sehr gut, ich würde das schon mal als Frage mal stellen, ob das auch in Ihrem Sinne ist. Sie haben ja auch, ich habe heute eine sehr schöne Vorlesung von Ihnen gehört, im Internet haben Sie auch gesagt, es gibt einen, oder nein, es war ein Text, das war in einem Text, die Vorlesung war auch so schön, aber der Text war auch schön mit dem Weltfrauentag, wo Sie gesagt haben, es gibt einen alten und einen neuen Feminismus. Wäre das denn etwa so die Unterscheidung, die Sie da machen würden? Also wie würden Sie denn diese Unterscheidung sonst ziehen? Zwischen feministischen Strömungen? Zwischen alten Feminismus und neuen Feminismus. Ja, ich meine, nee, weil dass man, ich glaube, die erste Podiumsdiskussion, bei der ich war, da saß eine Feministin mit mir am Podium, die dann mehr oder weniger gesagt hat, wenn sich Männer irgendwie feministisch engagieren wollen, ist das schön und gut, wir brauchen eh irgendwie Komplizen. Also man ist so verwiesen auf einen Punkt, dass man nicht innerhalb der Bewegung sein kann. Man ist quasi wie so jemand, der seinen eigenen Ast sägt. Also das ist nett, dass man das macht, aber das war so das Verständnis der Sache. Das hat sich jetzt mit einer neueren Generation, mit der post-schwarzen Feminismus-Generation gelegt. Also das ist oft sehr, sehr selbstverständlich, dass sich auch Männer für diese Anliegen engagieren, ohne sich dauernd erklären zu müssen. Aber dass sie auch eingeladen werden zu Diskussionen darüber, eben, also es hat auch mit der vielleicht weiblichen Einladungspolitik auch zu tun. Ich glaube, was ich interessant finde an dem Gespräch ist auch, ich glaube, ich hatte immer den Eindruck, dass wenn man als Frau in einer Männerdomäne ist, hat man es extrem schwer. Wenn man als Mann in einer Frauendomäne ist, hat man es extrem leicht. Und sogar mehr oder weniger im Feminismus. Also ich hatte einen TED-Talk und danach kamen ganz viele vom Publikum zu mir, um sich noch zu unterhalten. Und da war ein Mann dabei, der gesagt hat, ich konnte mit Feminismus bisher eigentlich nie was anfangen, aber vielleicht wäre es gut, wenn es mehr Männer erklären würden. Und ich habe mir gedacht, nein, wir setzen nicht an die Spitze des Feminismus auf, sondern Männer in die Führungspositionen, damit die Männer es einsehen. Aber vielleicht bleiben nochmal dieses Stichwort, das ich vor einigen Wochen gefallen habe, lassen mit der Intersektionalität auf. Also mit der Vorstellung, dass es ja nicht einfach nur eine Diskriminierungsform gibt, nämlich die weibliche, sondern dass es viele Diskriminierungsformen gibt, die sich auch an den unterschiedlichen Leuten treffen und dass man die sozusagen die Strategien gar nicht voneinander trennen kann, sondern eher verbinden soll. Das ist ja das, was gerade in den letzten Monaten passiert. Also wo man sagt, man kann nicht nur für weibliche Belange, für weibliche Ermächtigung kämpfen, sondern da muss man sozusagen alle Diskriminierungsformen vereinen, weil sie sich auch überschneiden. Wie sehen Sie das? Ja, stimme ich zu. Es ist gleichzeitig interessant, was trotzdem jetzt wieder passiert. Also das kennen wahrscheinlich die meisten diese Bilder aus dem Internet, wo ältere Ladies so Schilder bei Demonstrationen hochhalten, zum Beispiel gegen das Abtreibungsverbot Polen oder auch jetzt bei diesem Women's March Trump und so weiter. Ich kann nicht glauben, dass ich für denselben alten Scheiß noch immer kämpfe oder schon wieder kämpfe. Manchmal gibt es dann auch so Backlashes oder ich habe durchaus auch Erlebnisse, zum Beispiel bei einem ganz interessanten Künstlersymposium in Abu Dhabi, dass aber dann trotzdem so Trinktoast ausgesprochen werden auf die weibliche zarte Kunst und die männliche starke Kunst, aber von einem Künstler eben von dort, der selber Blumenbilder malt. Wir sitzen hier zwar unter großartigen auch Blumenbildern und auch abstrakten Bildern,
Aber die, natürlich kommt man immer wieder dann auch in Zusammenhänge, wo man vielleicht so anfangen muss, den Feminismus doch wieder ganz neu zu deklinieren. Also es kommt auch sehr auf das eigene Umfeld an und auf die Arbeitssituation, in der man steht. Da sind auch viele alte Fragen nach wie vor neu und da gibt es immer wieder keine Antworten darauf auch. Eben, und jetzt mit Trump ist die Frage neu gestellt. Aber zum Beispiel, dass immer wieder auch gefragt wird, wie kann man überhaupt als Frau Trump wählen, das verstehe ich als Frage nicht, weil es sich mir gar nicht erschließt, wie man ihn wählen kann. Und Frauen haben auch das Recht, um Entscheidungen zu treffen. Frauen dürfen auch schlechte Entscheidungen treffen. Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass ich als Frau wähle, obwohl es ist echt nicht dogmatisch zu beantworten. Also dein Einwurf mit dem politischen Agieren, da ist schon was dran. Andererseits, ich meine, bei einem weißen Mittelklasse-Feminismus sollte man sich bewusst sein, dass er weiße Mittelklasse-Interessen verfolgt auch. Ich habe nach den Vorfällen in Köln lange gebraucht, fast ein Jahr gebraucht, um aus der eigenen Stummheit, Verstummung irgendwie aufzuwachen, weil ich nicht wusste, wie man über das Thema noch sprechen kann, ohne in so rechtes Fahrwasser, islamophobes Fahrwasser zu geraten und ich irgendwie keinen Ausweg kannte. Und die Lea suchte mich von Anschläger, der einen sehr schönen Kommentar geschrieben, der mich dazu ermutigt hat, die hat nämlich gesagt, die Lösung sind nicht wir sprechen über die muslimische Community, geben wir Muslimen, Feministinnen eine Plattform. Und ich habe dann angefangen, eine Interviewserie zu machen mit Muslimen, Feministinnen. Das war für mich, also ich habe sehr viel gelernt dabei, weil ich es mir von vornherein nicht so ganz vorstellen konnte, nicht so sehr wegen Islam und Feminismus, weil für mich Religion und Feminismus aus meinem Aufwachsen heraus schwierig zusammengeht, aber man lernt nie aus. Und die sprechen auch davon, dass Solidarität ein Stichwort ist. Also wenn sich alle immer nur für ihre eigenen Interessen interessieren, die verfolgen werden, werden wir überhaupt keine Ziele erreichen. Aber an der Stelle würde ich gerne nochmal, weil Sie das ja auch erwähnt haben mit Trump, ich glaube, dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen sollten, dass man den Feminismus neu deklinieren muss, weil wir haben ja jetzt einen neuen Double-Bind. Man hat ja einerseits diese Anti-Frauen- und antifeministischen diesen Backlash und gleichzeitig aber gibt es ja auch gerade von den rechten Populisten eine Instrumentalisierung des Feminismus, indem man nämlich sagt, indem man diesen eben aus islamophober Absicht den Muslims entgegenhält und sagt, schaut, wie weit wir hier sind, wir haben hier gleiche Rechte für Männer und Frauen. Das heißt, dagegen muss man sich ja auch irgendwie wehren. Ja, oder die Kopftuchdebatte, die dann wieder nur über Frauen geführt wird und man sich fragt, wen betrifft es eigentlich? Also sind es dann die Touristinnen aus den Emiraten, die am Kaaben shoppen gehen, die die einzigen Burka-Trägerinnen sind vielleicht in Österreich? Also auf welchem Rotrücken werden da Gesetze gemacht? Pseudo-emanzipierte Gesetze? Das kann man nur im Gespräch auseinanderglauben. Die Sache am Sprechen und am Leben ist halt das, das so Aporien gelten, also dass gleiche, widersprüchliche Dinge gleichermaßen gültig sind. Es gibt, sagen wir mal, Politiker der FPÖ, die am liebsten Frauen hinter. Man kann es nur gesprächsmäßig differenzieren und versuchen, nicht klischeehaft und dogmatisch auf Dinge zu reagieren. Aber den könnte man auch lösen. Also die FPÖ hat ja kein Interesse daran, die muslime Frau zu befreien. Die FPÖ hat ein Interesse daran, den muslimen Mann zu bekämpfen, zu unterwerfen, zu verurteilen. Das andere ist ein Vehikel. Also ich glaube, da sind Interessen schon ganz gut auseinander zu dröseln. Ich glaube, was ganz gut wäre, sich daran zu erinnern, weil Trump hat jetzt den Feminismus wieder geeint, wenn man so möchte, weil sich jetzt wirklich alle, da laufen auch die muslimen Frauen, aber die Kaczynskis. Das ist doch also wieder ein Mann an die Spitze. Die Kaczynskis in Polen, da marschieren nämlich auch die muslimen Frauen mit dem Interesse auch der weißen Mittelstandsfrauen zu sagen, ich möchte über meine eigene Frau. Kurz mal nachfragen, wie viele muslimische Frauen es in Polen gibt? Ach, ich glaube, es ist also verblüffend wenige. Es braucht nicht immer einen großen Anteil und große Ressentiments gegen etwas zu finden. Das dachte ich mir, dass es da kaum welche gibt. Der Punkt, den ich machen wollte, war der, dass es nett wäre, wenn wir uns bei der nächsten Debatte zum Beispiel, wie du es gesagt hast, daran erinnern, dass die mit uns marschiert sind, vielleicht marschieren wir dann auch mit denen. Und zwar nicht
bei Fragen, welche Frau ist denn jetzt unterworfen und man muss ihr helfen, oder welche Frau ist das jetzt nicht, sondern bei der Frage dessen immer nach dem Prinzip der Selbstbestimmung, vom Prinzip der Selbstbestimmung einer Frau auszugehen, nämlich zu wenig zu tragen oder auch zu viel zu tragen, wie sie gerne möchte. Also genau das, wenn Trump uns jetzt alle geeinigt hat, dann muss man auch sagen, es gibt ja jetzt sozusagen das neue Konzept, dass man sagt, die Kraft, die gegen diese Art von Rechtsdruck sozusagen die vorherrschende Kraft sein wird, das werden die Frauen sein und der Feminismus in diesem erweiterten Sinn. Und in der Tat stand übrigens, die nächste Revolution wird weiblich sein. Sehen Sie das auch so? Also ich hoffe, dass sie gemischtgeschlechtlich sein wird. Also ich bin ja der Utopie, hänge hier anheim. Aber ich denke schon, dass sich vieles verändert. Also, und dass die öffentlichen Räume sich verändern und wer wo wann wie spricht. Ich habe ein ganz banales Beispiel oder ein einfaches Beispiel. Mein lieber Nachbar im 5. Bezirk ist Barkeeper in Interconti und wir haben gerade heute darüber gesprochen, wie sich in den letzten 20 Jahren selbst das Geschehen innerhalb der Bar verändert hat. Das früher, oder noch vor 20 Jahren, das ist ja nicht so lange her, ich habe schon maturiert gehabt, viel mehr Männer in den Bars waren, Frauen sind nur in Begleitung eigentlich ausgegangen oder stärker ausgegangen oder in solche Bars gegangen. Wenn dann nach einem Konzert mit dem Ehemann, und er sieht einfach, wie sich die Barstruktur in den letzten 20 Jahren verändert hat, so aus seiner Beobachterrolle heraus, hat dann aber auch dazu geführt, dass die Frauen sich laut seiner Ansicht dann, die in den Bars waren, beschwert haben, dass eben Prostituierte in den Bars sind und dann dadurch die Prostituierten wieder aus der Bar vertrieben worden sind. Die ganze soziale Struktur einer Bar hat sich auch verändert. Und ich denke, das ist so quasi der kleine Mikrokosmos. Ich hoffe, dass die positiven Kämpfe, die gefochten werden, so 50-50, oder wie das bei Hertha Fürnberg, ausgefochten werden. Nur eine kurze Ergänzung. Das Konzept, die Revolution wird weiblich sein, meint genau diese Form von neuen Feminismus, der eben intersektional ist und eben verschiedene Zuschreibungen vereinen. Ich habe auch nichts dagegen, als unter Feministinnen mit genervten Feminismus und mitgemeint zu werden. Mitgemeint, fühlen Sie sich mitgemeint. Okay. Genau. Ich möchte noch mal aber kurz auf das zurückkommen, weil ich finde, dass vielleicht noch nicht ganz genug klar ist. Wie wir sehen, sind, also sozusagen der alte Feminismus, da kommen dann Namen wie Hertha Fürnberg, Alice Schwarzer und sozusagen neue Formen, tatsächlich so, das Alte besteht noch sehr stark. Ja, also, und ich glaube auch dem Bauen, wenn ich da jetzt im Mehrzweck wenden darf, oder ich baue darauf auf dem, was ermöglicht worden ist. Also deswegen begegne ich dem mit Respekt. Ich glaube nur, dass wir eben Formen finden müssen, jetzt in unserer Generation oder in unserer Gegenwart, die uns die Räume erweitern und eröffnen. Und ich finde zum Beispiel von Georgia O'Keeffe ein Zitat ganz interessant, dass sie sagt, nach einer Ausstellung, oder sie war immer so auf dieses Blumenmotiv auch vielleicht dann irgendwann reduziert, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch selbst produziert. Aber es ist so eine Aussage wie, meine nächste Ausstellung wird so vulgär sein, dass alle, die mich für meine Arbeit bisher geschätzt und geliebt haben, nicht mehr mit mir sprechen werden wollen. Und das finde ich sehr befreiend, diesen Gedanken. Wie man jetzt Vulgarität definiert, ist eine andere Frage. Für mich heißt es einfach so dieses, vielleicht ist es auch dieses humorvolle Dekonstruieren und eben nicht Erwartungshaltungen entsprechen, sie dreimal und viermal zu wenden. Wäre Vulgarität nicht ein Stichwort für Sie? Ich kommen wir mal zu feministischen Porno. Vor allem, was heißt Feminismus? Ich finde, das müssen Sie uns noch erklären. Zuerst, ich habe einen sehr guten Ruf in schlechten Kreisen. Feminismus spielt mit dieser Deutlichkeit, dass Feminismus war ja lange, das ist definitiv nicht die
der Feminismus arbeitet. Der Feminismus gab es ja in dieser Form eigentlich eh nie so. Also diese eine Stimme, diese eine Meinung, diese eine Position. Man hat nur, vor allem im deutschsprachigen Raum, Jahrzehnte fast nur diesen einen, und ich rede von einem konservativen oder vielleicht sogar eher recht konservativen weißen Mittelstandsfeminismus à la Schwarzer, wie Bert Schwarzer als die Ikone des Feminismus im deutschsprachigen Raum, die das Bild quasi sehr, sehr stark besetzt hat über Jahrzehnte. Und das war ein Feminismus, den assoziieren die Leute mit einer Anti-Haltung gegenüber Pornografie, mit Forderungen, mit eines Verbotes und so weiter. Und Feminismus fickt ist. Der Titel spielt ein bisschen damit, dass der neue Feminismus oder ein anderer Feminismus irgendwann aufgehört hat zu debattieren, wie den Feminist Sex Wars, also die innerfeministische Debatte, wie man mit Pornografie umzugehen hat, sondern irgendwann gesagt hat, wir fragen nicht mehr, ob wir das machen dürfen, sondern wir tun es jetzt einfach und wir verändern Pornografie dadurch nicht zu sagen, bitte, bitte, macht es das doch ein bisschen netter, sondern wir machen es jetzt selber. Netter? Feminismus. Netter, schöner, kritischer. Ja, das wäre ja auch schon ein Klischee, oder? Also, ist das Porno oder ist das nicht Porno? Also, eben, das ist eben das Klischee, das ist schöner und netter und mit mehr Handeln und Schmusen. Ist das wirklich das, was du meinst? Nein, das habe ich nicht gesagt. Kann harter Sex nicht schön sein oder nicht auch ästhetisch dargestellt werden? Oder? Wieso netter? Aber ich würde mir schon wünschen, also ich glaube selbst, würde mir zwischen allen Menschen, die auch härtere sexuelle Praktiken vollziehen, wünschen, dass sie das in einem spezifischen Rahmen leisten und dann trotzdem einen sehr netten Umgang miteinander zeigen. Aber trotzdem bleiben wir dabei. Also wir haben sozusagen jetzt zwei Kapitel. Das eine besagt, dass es darum geht, ob Frauen die handelnden Akteurinnen sind oder ob es sozusagen auch spezifisch weibliches Handeln gibt. Das hatten wir schon am Anfang und wir sind jetzt wieder da. Nicht? Ja, es sind semantische Fallen, die wir alle immer wieder auch tappen. Das ist auch schwierig. Also ich glaube, netter wäre nicht das Ziel für den feministischen Porno, wenn ich jetzt kurz eine Bresche schlagen darf, ohne dass ich eingelesen bin, muss ich zugeben. Also, und auch wieder zurück auf O'Keefe. Also wer die sagt, ich bewege mich jetzt weg vom Blumenbilder malen, ich will sozusagen nicht auf diese Weiblichkeit von außen reduziert werden, dann ist die Gegenstrategie Vulgarität. Das heißt also ja auch wieder, die Vulgarität heißt ja auch den Körper wieder direkt einbringen. Das heißt auch da geht sie nicht, so wie ja auch Wally Export mit ihrem Tastkino damals, also sozusagen, es ist mehr so eine semantische Falle. Also ich glaube, darüber müssen wir wahrscheinlich noch alle viel nachdenken, wie das, ob es da nicht sozusagen diese Unausweichlichkeit gibt, der weiblichen Thematik. Das ist, also ich glaube, bisher war das, wenn ich das jetzt mal so resümieren darf, war es sozusagen die effizienteste Gegenstrategie, war die Ironie und der Humor. Das schien mir sozusagen das, was am weitesten entfernt von einer reinen. Und auch sowas wie Guerilla Girls finde ich ja schon sehr toll, die Arbeit von denen. Also das ist weder Frau noch Mann, das ist die Affenmaske. Und das ist auch das sich als Affe mit Kleid dann in diesen Kunstkontext hineinzubewegen. Also das sind schon Leute, die mich inspirieren, muss ich sagen. Das sind so Taktiken, die eben, also Ironie, Humor, paradoxes Handeln, groteske Schreien, Gewalt, ästhetische Gewalt. Ganz toll, aber ich habe ein Interview mit Wally Export gelesen, ich glaube, das war vor 2 Jahren im Kurier, wo sie gesagt hat, wogegen sie alles versucht hat zu kämpfen. Und sie musste am Schluss konstatieren, naja, so viel hat sich aber leider nicht geändert bis heute. Wir können mit diesen diskursiven Kämpfen mit der Faust in der Luft stehen bleiben und schöne Symbole setzen. Ich würde nur daran appellieren, dass wir nicht vergessen, auch die politischen Handlungen, ganz konkrete Maßnahmen. Aber ich finde nicht, dass künstlerische Handlungen symbolische Handlungen sind, sondern das ist ein Experimentierfeld fürs Handeln, das ich ganz in der Welt verorte und damit auch politisch sehe. Ja, ja, ich möchte halt auch die Statuten und die Gesetze und die Programme. Das sind wir also auf jeden Fall einige, ja. Das sind ganz einige. Wobei auch symbolisches Handeln politisch Handeln ist, auch dafür möchte ich eine Lanze brechen. Aber nochmal zurück, also gut, wir haben, also das ist das Problem, dass wir an den Hard Facts arbeiten.
müssen, aber sozusagen an den Hard Facts arbeiten heißt auch, dass wir ja die Exposition nochmal bestimmen müssen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass sich da vielleicht viel verschiebt. Und da wäre meine Frage, Ihr Vorschlag mit dem, das sind ja so postmoderne Strategien, ja, der Dekonstruktion. Wir sind aber heute in einer Zeit, wo sich die Frage stellt, dass ja sozusagen alle Aufklärungsstrategien so delegitimiert werden. Ja? Und meine Frage wäre jetzt, brauchen wir weiter Aufklärungsstrategien, also Aufklärungsstrategien, die sozusagen Vernunftstrategien werden durch Sachen wie Fake News, werden durch Populisten einfach sozusagen vollkommen unterlaufen. Jetzt meine Frage ist, kann man also in einer Welt, wo es ja eh schon sozusagen einen vollkommen beliebigen Umgang gibt mit Zeichen und Wahrheiten, hat da so eine ironische Strategie, eine dekonstruktive Strategie eigentlich noch denselben Effekt? Situationsabhängig. Also in Abu Dhabi hat mit Ironie wenig geholfen. Da sind einfach Hard Facts dann gefragt. Und ich werde jetzt für 2 Monate nach Amerika gehen an die Uni und ich werde mal schauen, wie das jetzt dort ist, ob es da Veränderungen gibt. Und klar wird man dann sein Handeln auch verändern, je nach Situation. Und ich glaube, dass die alten Mittel nicht unbedingt obsolet geworden sind, sondern situationsabhängig variiert werden können. Also ich wünsche mir für mich und für mein Handeln und für das Handeln von Männern und Frauen einen breiten Möglichkeitsraum und Rahmen und harte Argumente und manchmal spielerischen, verarschenden Umgang, der nicht immer politisch korrekt sein muss, zum Beispiel. Erlaubnis. Ja, ich würde mir ganz konkrete Maßnahmen wünschen. Gerne eine Förderschiene, die feministische Kunst fördert, wo sich vielleicht auch hoffentlich der ein oder andere Mann sich dazu berufen fühlt, sich zu denken, das Thema geht mich auch was an, würden wir vielleicht auch ein wenig mehr vertragen können und andererseits einfach konkreter, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir es twittern, dann der Herr Trotzter kriegt nämlich da vieles mit, einfach zu sagen, warum nicht eine Quotenregelung. Aber was verstehen Sie unter feministischer Kunst? Thematisch damit beschäftigt. Also die eine Frage ist die Unterrepräsentiertheit von Frauen als Kunstschaffenden daran zu arbeiten. Das bezieht sich aber nicht darauf, welche Werke eine Frau schafft, die nicht feministischer sind als zwingend feministisch sind, weil eine Frau sie geschaffen hat und zwingend irgendwie etwas genuin Weibliches darstellen müssen. Das wäre gut, die Möglichkeit zu schaffen, dass mehr Frauen in diesem Bereich ihre Arbeit leisten können, ungeachtet dessen, dass sie Frauen sind, und auf der anderen Seite thematisch einen Rahmen zu schaffen, wo da politisch inhaltlich auch gearbeitet werden kann. Puh. Also da würde ich mir schwer tun, die feministische Kunst explizit zu fördern. Also ich denke, es geht darum, die Künstlerinnen und Künstler zu fördern und da vielleicht auf Quote zu schauen und auf gleichberechtigte Förderung von sehr guter Qualität und zu schauen, wo kann man auch im Ausstellungsgeschehen agieren, wenn ich Direktorin, Direktor eines Museums bin, wie bestimme ich meine Ausstellung. Aber das, was mich an Kunst interessiert, ist, dass sie auch wieder politisch frei ist von dieser Fleißaufgabe, die sie sich da anstellen muss, um eben korrekt zu agieren. Also irgendwie so richtig begeistern tut mich dieser Vorschlag nicht. Ich halte die Förderschiene nicht für politisch neutral, die existieren. Sind Sie das? Also ich habe sie jetzt akustisch nicht verstanden. Ich halte die Förderschiene im Kunst- und Kulturbereich nicht für politisch neutral. Ja, also warum so tun, als würde ich jetzt etwas nicht Neutrales einführen in einem Bereich, wo es nicht schon immer so war, dass ich überlegt wurde, was ist förderwürdig und was ist es nicht. Ja. Genau, so meine ich das. Aber jetzt, ich finde inhaltlich die Arbeit zu schauen, Frauen dann Feminist und dann feministische Kunst zu fördern, mich würde es nicht interessieren. Das passiert ja schon und anders funktioniert es nicht. Das ist im letztes Jahr oder vor 2 Jahren bei MUMOK dieses Begehren-Geschlecht-Ding, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, und da war, wenn nicht irgendjemand dort sagt, wir müssen dort feministische Perspektiven reinbringen, dass sie dort gleich bedeutend verstanden haben, wie quasi Frauenkunst, Kunst von Frauen, feministische Idee ist dasselbe, dann glaube ich, wäre da alles voll gewesen mit Too Many Dicks on the Dance Floor, also ein reiner Männer-Schauverein, alle Frauen, die vorkommen, werden dann deren
Musen und Modelle. Ja, aber da können wir uns einigen, und sagen, Künstlerinnen unterzubringen und nicht Künstlerinnen, die feministische Art haben. Oder aber es sind zwei verschiedene, ich würde sagen, das sind dort was gleich bedeutet, das sind zwei verschiedene Dinge, die verschiedene Zwecke haben. Ich hätte jetzt eine Frage, gibt es seitens des Publikums Anmerkungen, Anregungen oder Stellungnahmen? Mir hat eh die letzte Diskussion irgendwie auch sehr aufgewühlt. Und ich habe es irgendwie noch immer nicht ganz verstanden, was die. Ja, ich finde auch, also es soll sicher, also es macht halt sicher Sinn, irgendwie Angebote zu geben, wo die Künstlerinnen gefördert werden, aber ich verstehe auch nicht ganz, warum die dann. Und ich habe es so interpretiert, dass sie dann auch feministische Kunst betreiben sollen. Nein, nicht. So haben wir das alle verstanden. Nein, ich hätte zwei verschiedene Dinge. Ja, du hast dann gesagt, es sind zwei verschiedene Sachen, verschiedene Dinge, die für unterschiedliche Dinge auch stehen. Mir geht es genau um den Punkt, dass ich nicht von Frauen erwarten möchte, dass sie quasi feministisch oder genderspezifisch arbeiten müssen, sondern sich mit den Themen auseinandersetzen sollen, die sie gerne möchten. Und nicht immer in diese Ecke gestellt zu werden. Also wenn man einen migrantischen Hintergrund hat zum Beispiel, möchte ich auch nicht immer automatisch, wenn ich Flucht, ich habe Fluchthintergrund in der Familie, ich möchte nicht immer zur Flucht arbeiten müssen oder sowas und so weiter. Also deshalb hätte ich es getrennt, aber andererseits fände ich es wichtig genug zu schauen, dass thematisch so ausgerichtet die Kunst auch gedeihen kann. Aber es sind zwei verschiedene Vorschläge. Aber wie gesagt, wenn der Herr trotz einen Tweet liest und irgendjemand hier abgesetzt hat und sagen würde, passt, machen wir diese Quote für die Repräsentiertheit von Frauen, dann bin ich bereit zu sagen, also ich denke mal, dass eine Quote sicher Sinn macht, aber es entsteht dann einfach wieder dieses neue Thema, denke ich mir jetzt, dass es dann auch wieder die Quote bekämpft werden muss und man dann irgendwie diese Quote nicht möchte, also dass das dann auch wieder automatisch ein Auseinanderglauben. Die Quote wird bekämpft werden, schon wenn man sie in den Mund nimmt und nicht, also wenn sie umgesetzt wird, bekämpft werden wird sie dann sowieso, ich weiß nicht, die Schale. Ich kenne keinen Fall, in dem irgendwelche Argumente, die es gegen Quoten bisher gehört habe, tatsächlich irgendeinen Schaden hatten. Ich weiß nicht, wie es anders gehen soll, weil Künstlerinnen werden weniger ausgestellt, ihre Werke sind wesentlich weniger wert. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, außer in diesem Rädchen irgendwo anzusetzen, zu sagen, sie sind weniger, ihre Werke sind weniger wert, weil sie weniger populär sind, sie sind weniger populär, weil sie weniger ausgestellt werden. Mein Gott, ich meine, da mal was. Ich habe noch eine Wortmeldung hier der ersten. Das umso schwieriger wird. Ich meine, als Beispiel Nietzsche und
der Ex haben ihre eigenen Museen gekriegt, weil die Ex-Freunden nicht. Also, und ich weiß nicht, wie es geht. Also der Staat ist dafür da. Das ist eine sehr, sehr unpopuläre Perspektive, glaube ich, heutzutage so, einen Staat zu appellieren. Aber ich glaube, der ist dafür da, öffentliche Güter zu schützen und einen Rahmen herzustellen, dass solche Positionen möglich sind, zirkulieren können. Also, ja, warum nicht? Also es gibt, glaube ich, nicht etwas, was...
Ich glaube, so groß wäre das geschafft. Das war nur ein Vorteil. Ich habe echt, echt mich bemüht, jetzt so tief zu stapeln, dass es überhaupt nur durchgeht. Ich würde es bei über 50 ansetzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird schwer genug, es überhaupt irgendwie durchzubringen, also ein verpflichtendes Minimum darin zu schenken. Also man müsste wirklich am Wirkungsziel und dann an den Indikatoren beschreiben. Meiner Meinung nach ist das eine. Und das andere, man könnte schon ganz konkret fördern, weil wir haben immer Förderkataloge, wir haben immer Förderkriterien und momentan sind Förderkriterien auch. Es gibt gerade eine separate Schiene für Integration, Zusammenwachsen und Projekte in diesem Bereich. Kann man das mal konkrete Zahlen reinpushen, so viel Einfluss, dieser Prozentsatz 1 der Ausstellung und dieser Prozentsatz 2 an allgemeinen Ausstellungen, pushen das rein. Ach, wegen der eigenen Partei, der Herr Trotzter reagiert wirklich auf Twitter fast jedes Mal, wenn ich ihn antweete. Wenn wir ihn alle jetzt antweeten dazu, glaube ich, der Kulturminister, also im Bundeskanzleramt jetzt eingelagert. Trotzter ist auf Twitter wirklich sehr, sehr soziale Medien affin. Ich glaube, das kann wirklich was bringen. Ich würde gerne. Er wird sich wundern, wenn heute Abend. Ich würde gerne, als wenn wir jetzt am Ende unserer Zeit angekommen sind, als allgemeines Resümee, wenn ich Ihnen zuhöre, sagen, dass man sehen muss, dass es schon noch nach wie vor nötig ist, dass sich Milieus bilden und Allianzen bilden. Also vielleicht nicht per eigene Parteien, aber vielleicht eben der Form, dass man einfach Milieus bildet, die gemeinsam vorgehen und sich gemeinsam stützen können. Ich glaube, das ist das, was heute angesagt ist. Ansonsten danke für den Einfluss und bleiben für die äußerst lebendige Diskussion. Und danke.